Hufgetrappel und Pfotenabdrücke. Hallo, meine Liebe. Hallo, Lästerschwester. Keine Lästerschwester. Keine, ich wollte gerade sagen, immer diese Irritation am Anfang. Hey, die gute Nachricht des Tages machen wir zuallererst, zumindest für diejenigen unter euch, die gerne an Pferdesportveranstaltungen teilnehmen. Die FN hat heute bekannt gegeben, dass die Herpesimpfpflicht zum 15.04. wieder abgeschafft wird. Das war ja ein ziemliches Ärgernis, weil zweimal im Jahr teuer. Haben viele nicht eingesehen, aber ohne diese gab es halt keine Turnierstarts, auch bei keinen Breitensportfestivals. Und wie gesagt, es ist wieder abgeschafft. Allerdings verweisen sie darauf, dass die Empfehlung nach wie vor besteht. Aber ab 15.04. braucht es das nicht mehr. Das ist doch schon mal etwas, oder? Ja, yuppie, yuppie, yay. Ich bin da sehr großer, sehr begeistert von. Ich freue mich sehr. Genau, und dann habe ich am Wochenende bei Borgs dich im Fernsehen gesehen. Und zwar bei Hund, Katze, Maus. Und Ja. da gab es auch eine Pferdegeschichte. Da warst du allerdings nicht dabei bei der Pferdegeschichte. Ich habe sehr gelacht. Du warst die Gänseflüsterin. Großartig. Ja, ich bin Ja. Katrin Holgersen. Du hast eine ganz physiotherapeutisch behandelt. Ja. Das fand ich ganz spannend. Ein Hast du Schaf. vorher. Und ein Schaf. Und du hattest vorher noch keine Gans in der Hand? Nein, also nein, ich wollte gerade sagen, nur zu Weihnachten auf dem Tisch. Ja, Aber Katrin, ist klar. nein. Nein, ich hatte noch nie eine Gans in den Fingern. Und das war, es glaubt uns wahrscheinlich keiner, es war wirklich spontan. Also wir hatten gesagt, dass wir mit Edda drehen, weil ich die Edda regelmäßig behandle. Das ist das Schaf. Ihr könnt das auch gerne in der Vox-Mediathek nachgucken, kostenlos. Und die Edda hatten wir geplant und dann haben wir halt das Schaf gemacht. Und Edda läuft halt auch echt immer besser, wenn man sie regelmäßig behandelt. Und dann meinte Lexa halt so, ja, kannst du dich noch nach Smiter gucken? Und jetzt muss man dazu sagen, die hat ja noch zwei, also es ist eine Wildgans, die irgendwie mal verunfallt ist und dann ist die so quasi großgezogen worden und dann zu Lexa gekommen auf den Hof. Und die hat halt noch zwei so große weiße Gänse und vor denen habe ich echt Schiss, weil die mich halt auch jedes Mal attackieren, wenn ich auf den Hof komme. Also die sind gar nicht lustig und die sind ja riesengroß. Und deswegen fand ich das auf jeden Fall mega witzig, dass wir das spontan gemacht haben. Und ich habe gestern noch mit Alexa geschrieben und sie hat gesagt, dass die Smiter seitdem nicht mehr humpelt. Also was auch immer ich da getan habe, es hat funktioniert und sie läuft. So. Das war auf jeden Fall sehr schön und ich teile also deine Angst vor großen weißen Gänsen. Insofern passen wir ganz hervorragend zusammen, weil vor denen habe ich tatsächlich auch einen gehörigen Respekt, meine Herren. Und Schwäne, besonders auch Schwäne. Ja, Schwäne, da muss man auch ganz vorsichtig sein. Was auch in der Sendung zu sehen war, war ein Pferd mit Narkolepsie. Erzähl mal ein bisschen, weil da habe ich so ein bisschen zusammengezuckt. Genau, also ja, das ist ja immer die Frage, wie man das Ganze tituliert. Also es geht einfach um ein Pferd oder das Krankheitsbild ist so, dass diese Pferde sich nicht hinlegen, obwohl sie müde sind. Also wir sprechen von einer REM-Rapid-Eye-Movement-Phase. Das ist eine Tiefschlafphase, in die jedes Pferd kommen sollte. Also es ist nicht wie bei uns, dass wir 8 Stunden am Stück schlafen Pferde, sondern die schlafen polyphasisch, nennt man das. Also sie schlafen immer mal wieder eine gewisse Zeit, häufig auch im Stehen, nicht unbedingt im Tiefschlaf, aber für die komplette Regeneration benötigt ein Pferd auch diese REM-Tiefschlafphase, um sich zu erholen, um Kraft zu sammeln. Und dadurch, dass die Pferde sich, wir sagen jetzt mal einfach aus Gründen nicht hinlegen, diese Gründe können total mannigfaltig sein, kommt es dann halt zu einem Schlafmangel und der führt dazu, dass den Pferden teilweise tagsüber einfach im Stehen die Vorderbeine wegbrechen oder Hinterbeine wegbrechen. Also die klappen im Prinzip wie um und manchmal können sie sich halt, während sie umfallen, so wie wir, wenn wir so wegnicken, ne? Wenn ich zum Beispiel ganz viel rede beim Podcast und dein Kopf immer schwerer und schwerer und schwerer, schwerer wird, Und man quasi in und dann Ohnmacht fällt. kommt der Hund rein und du so, oh, da bin ich wieder. Ja, und genau so, manche Pferde können sich dann halt auch noch halten und stürzen nicht. Häufig kommt es aber halt leider zu Verletzungsmustern, nennt man das in der Medizin. Also sprich, den Besitzern fällt zum Beispiel auf, dass immer
die beide Fesselköpfe verletzt sind oder beide Karpalgelenke, weil die Pferde immer wieder da drauf fallen. Und genau, deswegen nennt man das Verletzungsmuster, weil es halt immer wieder vorkommt, häufig auch beide Beine. Ne? Man stößt sich ja nicht ständig auf beiden Vorderbeinen. Und dann wird meistens eine Kamera installiert, wenn man so einen Verdacht hat oder wenn das Pferd das sogar macht, während man dabei ist. Und dementsprechend sieht man dann, okay, das Pferd legt sich nicht mehr hin und das Pferd fällt um. Und dann beginnt eine sehr große Odyssee, weil man rausfinden muss, warum. Und dann wird einmal unterschieden zwischen Narkolepsie einerseits, was dieses Krankheitsbild ist, was du gerade beschrieben hast, und dann haben wir noch die sogenannte Pseudonarkolepsie. Kannst du uns das auch erklären? Ja, das ist eigentlich heißt das, ist das so, man sagt REM-Schlafmangel oder Narkolepsie, beziehungsweise so eine Pseudonarkolepsie. Genau, das ist einfach die Frage, ist das wirklich pathologisch? Also ist das irgendein gesundheitliches Problem oder ist das ein Verhaltensproblem? Also das ist der Unterschied, ne? Wir können das, es gibt auch Menschen, die eine Narkolepsie haben und dann ist es halt irgend, sage ich mal, was Pathologisches. Aber bei Pferden ist es häufig nichts Pathologisches, sondern eine Verhaltensstörung aufgrund der Lebensumstände, könnte man jetzt so sagen. Ich kann ja mal kurz ein Beispiel nennen. Ich habe eine Freundin, die hat zwei Pferde gehabt, die in einem normalen Reitstall standen. Und dann ist sie hingegangen und hat diese Pferde ans Haus geholt, also hat einen Stall gebaut, ans Pferd ans Haus geholt. Und die eine Stute entwickelte dann halt auch genau diese Verletzungsmuster. Okay, dann stand halt die Pseudonarkolepsie, ne, oder Narkolepsie halt im Raum. Wie man das Kind jetzt nennt, finde ich auch gar nicht so wichtig. Fakt ist, die Pferde kommen nicht in eine Tiefschlafphase. Das würde ich erstmal so pauschal, kann man das so sagen. Und deswegen geht es ihnen schlecht. Und die werden natürlich auch übellaunig, ne? Also kannst du dir vorstellen, ne? Auch so Schlafmangel ist ja nicht nur bei uns so, ne? Sondern führt natürlich auch dazu, dass man gereizt ist und dass man nicht so belastbar ist oder vielleicht auch irgendwie nicht so leistungsfähig. Ja, und dann wurde quasi immer deutlicher, dass die Stute das deswegen hatte, weil sie so ranghoch war. Und das habe ich jetzt bei den meisten meiner Kunden erlebt, dass die Pferde aus irgendeinem Grund aufpassen müssen. Also das sind meistens Veränderungen in der Haltung oder vielleicht eine Box oder irgendein Ort, wo dieses Pferd untergebracht ist, wo das einen permanenten Zwang hat, sich darum zu kümmern, was passiert da oder ne, was ist mit den anderen Herdenmitgliedern, werden die weggenommen, weggebracht. Und deswegen, weil die immer aufpassen müssen, schlafen die nicht mehr und dann kommt es zu solchen Problemen. Das wäre jetzt so die Verhaltensseite, ne? Wenn jetzt eine Erkrankung vorliegt, gibt es auch wieder zig Sachen, die dazu führen können, ne? Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, erstmal schläft das Pferd nicht. Das heißt, an erster Stelle steht natürlich jetzt eine gesundheitliche Abklärung. Also müsste man mal gucken, ne? Hat das Pferd Schmerzen? Legt es sich deswegen nicht hin? Oder ist vielleicht, ich hatte jetzt ein Pferd, das ist auf Späne umgestellt worden. Es hat sich nicht mehr auf Späne gelegt. Mit Stroh legt es sich wieder hin. Oder manche Pferde rutschen auch weg, wenn sie aufstehen, weil so wenig eingestreut ist, ne, und die dann auf dem Asphalt mit den Hufeisen wegrutschen. Und wenn man denen dann Matten in die Box macht, dann sind die wieder total gut, weil sie dann aufstehen können, ohne wegzurutschen. Ja, manche Pferde sind auch einfach alt und haben Schmerzen und legen sich deswegen nicht hin. Genau, und manche wollen einfach nur kontrollieren. Und manche wollen nur kontrollieren. Was ich jetzt spannend finde, also wir lassen die pathologische Seite jetzt mal außen vor. Da würde ich jetzt auch mal die ganz alten Pferde zu zählen, die sagen, ich habe Angst, dass ich nicht mehr hochkomme, ja, oder weil ich einfach Schmerzen habe, deswegen nicht. Spannend finde ich, gerade wenn es Pferde sind, die sich zwar nicht hinlegen, aber sich noch wälzen. Ja, also wo man schon sagen kann, okay, wenn sie das Bedürfnis, sich zu wälzen, noch erfüllen können, aber sich nicht mehr hinlegen, dann muss ich wie Sherlock Holmes auf die Suche gehen, was ist das, was das bei meinem Pferd auslöst, dass es sagt, nein, danke, ich möchte mich nicht mehr hinlegen. Hier die Sache mit den Spänen finde ich auch grandios, ja. Wenn das Pferd dann sagt, tut mir leid, ja, also gib mir mein Strohbettchen wieder, dann wird das was. Ja, genau. Das war vielleicht, wie hießen das Märchen? Die Prinzessin auf der Erbse. Genau, die Prinzessin auf der Erbse. Ja, man möchte halt schon einen passenden Untergrund haben. Man Ja, merkt finde ich das auch in alles. Ordnung. Ja, finde ich auch total in Ordnung. Aber bei dem Pferd, was wir gesehen haben, wo du ja jetzt auch nicht dabei warst, da waren die Geschwister Rückner, ne, Genau. im Boot.
und haben das gehandelt. Und der Bruder hatte die eigentlich ganz niedliche Idee zu sagen, komm, wir zeigen ihm, wie das hinlegen geht. Und wenn er diesen Bewegungsablauf wieder drauf hat, vielleicht wird das dann was. Den Ansatz fand ich ganz erfrischend, aber mir hat sich schon alles zusammengezogen, als ich gesehen habe, wie die Hinterhand des Pferdes gezittert hat, als er sich hingelegt hat, dass man schon vermuten kann, dass da pathologisch vielleicht doch noch irgendwas wäre. Ja, das kann natürlich sein. Also das Pferd ist ja in der Pferdeklinik vorgestellt worden und da halt, ne, als quasi gesund wieder entlassen worden. Deswegen, das haben sie ja extra abklären lassen. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass, also wir haben ja einfach im Pferdekörper ganz, ganz viele Sachen, die wir gar nicht beurteilen können. Dadurch, dass wir zum Beispiel kein CT vom ganzen Körper machen können. Das ist bei uns Menschen natürlich viel einfacher, beim Hund auch tatsächlich. Den schiebt man so am Stück durch die Röhre und dann hat man natürlich zu ganz, ganz vielen Bereichen eine Aussage. Bei Pferden ist uns das nicht möglich. Das heißt, eigentlich können wir zum Beispiel nur bis untere Halswirbelsäule ein CT fahren. Dann, ne, und ich hatte jetzt letzte Woche interessanterweise ein Pferd, was einen Teil vom Becken mal durchs CT, geschoben bekommen hat. Aber ja, natürlich haben wir in so einem Pferdekörper auch noch ganz, ganz viel. Vielleicht Engstellen im Rückenmark oder irgendwas, ne, was. Allerdings habe ich jetzt schon häufiger von Kunden gehört, wo die Pferde so einen Schlafmangel haben, dass die zittern, wenn die runtergehen. Also das scheint eine Regelmäßigkeit zu sein. Vielleicht müsste man sich da mal zusammentun, dass man so mit 100 Kollegen oder vielleicht irgendwie, ne, müsste es gibt doch so, ja, wie heißt das? Weißt du, so wie wenn du zu einer Party eingeladen wirst und jeder kann eintragen online, was er zu essen mitbringt. Sind das so Google-Listen oder irgendwie sowas gibt es doch, ne? Ja, so, also im Grunde genommen eine Themensammlung oder Ja, besser eine genau. Erfahrungssammlung. Ja, weil ich denke, jeder Therapeut hat halt auch nur eine begrenzte Anzahl an Pferden mit so einem Problem. Also bei mir kann ich auch an einer Hand abzählen, ne? Ich hatte bis jetzt so 5 Pferde und ich denke, dass es den meisten anderen genauso geht. Ich weiß, ich meine sogar, dass es die Tierklinik Lüsche ist, dass da eine Tierärztin, eine Jüngere ist, die dann ihre Doktorarbeit jetzt über dieses Thema geschrieben hat und da auch zum Beispiel Psychopharmaka einsetzt, um diese Pferde quasi dazu zu kriegen, dass sie sich wieder hinlegen. Und ja, man müsste, ich glaube, tatsächlich mehr zusammentragen, um eine vernünftigere Aussage dazu treffen zu können. Ich glaube, da stochert noch jeder irgendwie so ein bisschen, ne, so in der Grauzone rum und hat so seine eigenen Erfahrungen. Aber man müsste, um wirklich so, wie man das so bei einer richtigen Studie macht, ne, da müsste ja n gleich 100 sein und nicht n gleich 5. Aber was mir auf jeden Fall gut gefallen hat, das Pferdchen wurde von der Boxenhaltung, wo er 8 Stunden am Tag draußen auf der Weide war, was ja für manche Boxenhaltung schon viel und schön ist, ja, umgestellt in einen Offenstall mit Kollegen, wo er den ganzen Tag durch die Gegend touren konnte. Und das, denke ich mal, ist doch auch auf jeden Fall schon mal eine schöne Geschichte gewesen. Ja, absolut. Also ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Es ist für mich ja immer noch unglaublich. Also es wird auch immer unglaublicher, umso älter ich werde und umso mehr ich diesen Job mache, dass man halt sich über einen Huhn aufregt, was man in irgendeiner 1 Quadratmeter Fläche hält und dann stellt man ein Pferd von 600 Kilo auf eine 3x3 Meter Fläche und findet das artgerecht und regt sich bei einem Huhn auf. Also das erschließt sich mir nicht. Und ich glaube, dass die meisten gesundheitlichen und Verhaltensprobleme auch durch eine artgerechte Haltung gelöst werden würden. Allerdings ist natürlich dieses, ne, Offenstall ist natürlich super. Das war natürlich jetzt auch noch ein jüngeres Pferd, glaube ich, ne? Der war irgendwie so 13, 14 oder was habe ich im Kopf. Genau. Allerdings erlebe ich ja auch ganz oft, können wir auch mal einen eigenen Podcast zu machen, dass halt auch Leute, wenn das Pferd in irgendeiner Form krank ist, also gerne so Fesselträger, die dann irgendwie rezidiv sind und dann sagt man so, ja, okay, das wird nichts mehr. Und dann werden diesen Pferden aus dem Nichts die Eisen abgenommen, dann kriegen die die Decke weggenommen und dann dürfen die in so eine, ne, Herde mit 20 anderen Pferden, gerne auch auf zu kleiner Fläche. Ja, und dann so, ja, toi, 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 Fury, ne? Bis jetzt standst du zwar immer schön im Einzelapartment, ne, mit 2 Decken übereinander und hast jeden Tag alles gemacht gekriegt und jetzt kannst du mal gucken. Und du läufst dann zwar 20 Kilometer statt 2 Kilometer am Tag, aber die Eisen nehmen wir dir erstmal runter, damit du kein anderes Pferd verletzt, ne? Also das ist, oh, also diese
die Ja, aber Lisa vergiss Ferraris. nicht, das sind doch alle Seelenpferde. Ich bitte Ja, dich. genau. Ja, Herzen, Hashtag Herzenspferd. So, Decke weg, Eisen weg und gib ihm. Und gerne dann auch noch, also ich finde ja auch zum Beispiel, wenigstens da könnte man darauf achten, dass eine Wiese so eingezäunt ist, dass das Pferd sich nicht verletzt. Aber ich habe dann auch noch Kunden, die stellen ihr Pferd dann auch noch auf eine Wiese mit Stacheldrahtzaun, obwohl es noch nie draußen geschlafen hat. Und Okay. wundern sich, dass dann irgendwelche Verletzungen sind. Aber gut, genau, da kann man stundenlang drüber philosophieren. Auf jeden Fall funktioniert natürlich dieses Auswildern auch eigentlich nur mit einem sozialverträglichen oder mit einem gesunden Pferd, was auch in der Gruppe, ne, mal weggaloppieren kann oder was sich vielleicht auch mal durchsetzen kann, weil es sind ja schon immer auch erstmal ein paar Diskussionen über, welche Position hat man in der Herde, ne? Und das ist eine anstrengende Zeit. Also da sollte man ein Pferd nicht noch mit 10 anderen Komponenten belasten, wie du bist ab heute nackt. Ja, auf jeden Fall ein weites Thema, wie du schon gesagt hast. Da können wir Ja. tatsächlich mal einen eigenen Podcast drüber machen, weil selbstverständlich haben Offenställe auch ihre Schattenseiten, besonders wenn sie schlecht gemanagt sind, die Pferdegruppen wild zusammengewürfelt werden und die Untergründe so sind, dass man noch nicht mal mehr mit Gummistiefeln darüber gehen kann, weil die einfach in der Mocke kleben bleiben und du am Ende dich einfach auf den Hintern setzt, weil du nicht mehr vorwärts kommst. Das ist natürlich auch kein Ideal, aber wie wir alle wissen, es gibt ja zwischen diesen Schwarz und Weiß, ganz viel Grau und auch, was man hübsch und gut machen kann. Genau. Was ich ganz cool fände, vielleicht muss man das mal in Angriff nehmen. Vielleicht, genau, er hat jetzt irgendjemand sagt das, er hört das heute und sagt, ja, das nehmen wir jetzt in Angriff und das machen wir. Was ich zum Beispiel cool fände, wäre, wenn man einen Fragebogen entwickeln würde für diese Schlafmangelpferde, nenne ich sie jetzt mal, aus welchem Grund sie auf jeden Fall einen Schlafmangel haben, aber dass man wie so eine kleine Liste abarbeitet. Zum Beispiel, das hatten wir früher bei, lass mich mal nicht lügen, was hatten wir in der Klinik? Headshaking-Pferden hatten wir. Der ist irgendwie auch abhanden gekommen, dieser Fragebogen. Und das war gar nicht so doof. Zum Beispiel hat sich irgendwas verändert. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Pony, da hat sich die Konstellation, mit wem das zusammenwohnt, geändert. Ne? Also man könnte zum Beispiel anfangen, genau, hat sich irgendwas im Leben dieses Pferdes, ist es verkauft worden, ist es in einen anderen Stall gestellt worden, ist vielleicht sein bester Freund gestorben? Dass man sowas fragt. Was ich halt klasse fände, wäre, wenn man sich mit mehreren Kollegen einfach zusammentun würde und einen Fragebogen erstellen würde, weil eine richtige Anamnese, wo man schon ganz viel aussortieren kann und wo man schon ganz viele vielleicht so Regelmäßigkeiten entwickeln kann, so wie ein Migränetagebuch oder es gibt ja von Bitop Equi auch dieses Hustentagebuch, dass man mal merkt, an welchen Tagen ist das schlechter, an welchen Tagen ist das besser, dass man einfach mal mit mehreren Kollegen sich zusammentut, das fände ich eigentlich cool. Und so ein Fragebogen entwickelt, vielleicht würde den Leuten das helfen, weil Ja, heute habe vielleicht ich. könnte man das dann ja auch einfach bei Google Docs machen, wo dann allerdings, also die Umfragen, die wir normalerweise machen, sind immer so, dass niemand seine E-Mail-Adresse angeben muss, dass man in dem Fall dann aber die E-Mail-Adresse angibt, so dass man das ein bisschen nachprüfen kann und man dann nicht so viele Gespenster unter den Umfragenden hat. Und dass diejenigen, die das bei ihrem Pferd beobachten oder Therapeuten, das kann man ja vielleicht dann angeben, ob man Pferdebesitzer oder Therapeut ist, dass man das dann einträgt und dass man dann auf die Art und Weise, ich sag mal, eine Datensammlung bekommt. Ja, Jetzt genau, dass vielleicht man ohne. vielleicht auch von Leuten, also ich fände es auch super, wenn 10 Leute sagen, bei meinem Pferd hat das und das geholfen, weil vielleicht hat einer, weiß ich nicht, Panflötenmusik, ne, in der Box eingespielt und alle sind eingeschlafen. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und vielleicht sagt aber auch jemand, weiß ich nicht, das und das Produkt, weil natürlich fangen ja dann alle an mit so Futterzusatzmitteln, ne, mit Baldrian, Hopfen, Melisse. Bei Futterzusatzmitteln sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass da kein Johanniskraut drin ist, weil viele Pferde fotosensibel auf Johanniskraut reagieren. Menschen übrigens auch, aber die können es halt, die merken es und können es einschätzen. Aber es gibt wirklich Pferde, die dann so gar nichts mehr sehen können oder mit dem Licht total hektisch werden, weil denen das zu hell ist. Deswegen auf jeden Fall auf die Inhaltsstoffe vom Produkt achten. Johanniskraut tut nicht jedem Pferd gut. Dann notieren wir das auch und halten das so fest. Und ich würde sagen, jetzt haben wir schon eine ganze Menge. Oder? Ja. Und Ja, und ich. Kollegen, ihr seid aufgerufen, ne? Also tut euch zusammen. Wer den super Tipp hat,
was hilft oder wo ihr schon Erfahrung mit habt. Oder dass man vielleicht, wenn man 100 Narkolepsie-Pferde hat, dass dann vielleicht 98 einen Halswirbelsäulenbefund hatten und neurologische Ausfälle deswegen. Genau, sowas wäre ja wichtig, dass man einfach mal guckt, welche Untersuchungen wurden gemacht oder was weiß ich. Haben die alle den Blablabla-Wert im Blut? Das könnten wir in deinem Bluthheft, was aktuell wieder verfügbar ist, nachlesen. Aber Yes. da vielleicht eine Veränderung. Aber genau, dass man einfach vielleicht so ein bisschen Regelmäßigkeiten findet. Ja, aber lass mich doch mal darüber nachdenken. Vielleicht können wir das ja tatsächlich auf die Dressurstudienseite stellen. Ja, gerne. Und dass dann aber auch jeder die Umfrageergebnisse einsehen kann. Ja, jetzt vielleicht nicht mit den Namen und den E-Mail-Adressen, das nicht. Aber dass man halt ein bisschen schauen kann, dass man so eine Datenbank aufbaut. Die hat dann vielleicht im eigentlichen Sinne keinen wissenschaftlichen Wert, sondern ist einfach nur ein Erfahrungshinweise. Ja, dann würde ich sagen, Haben wir einen hören Plan? wir uns kommende Woche wieder, meine Liebe. Da freue ich mich. Genau, nächste Woche ist ja auch kein Eiersuchen mehr, sondern da sind wir ganz regulär wieder im Rhythmus, ne? Genau. Genau. Und dann sage ich doch mal eine freudige kurze Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.